bei Freunden eingeladen, die eben die andere Seite des Opportunismus verkörpern. Ja, wir hatten ja schon Angst, du kommst nicht mehr. Wir haben uns sehr auf dich gefreut. Was trinkst du? Whisky? Von mir aus? Ach, sind die schön. Die vergisst nie. Und wie sie duften. Danke, Ferdinand. Die hat sich irgendwie verändert. Ja, Michael hat auch lange daran geschuftet. Du kennst sie doch. Wenn er was anfängt, lässt er nicht locker, bis alles so ist, wie er sich's vorgenommen hat. Vorgestern wurde ich fertig. Es war noch niemand hier. Also ist heute unsere kleine Vernissage. Mit euch? Egal. Was denn ist alles aufgetrieben? Aha, du kannst dir vorstellen, dass das nicht ganz leicht war. Ein paar Beziehungen nicht zu Antiquaren und Sammlern und so, naja. Und das Übrige, das musste ich mir verschaffen. Nun, Hauptsache, man darf nie aufgeben, wenn man etwas nicht gleich findet. Aber es ist ihm gelungen, nicht? Ehrlich gesagt, ich habe selbst nicht geglaubt, dass er es so gut hinkriegt. Wenn man nämlich der Wohnung ein Gesicht geben will, dann genügt es nicht, dass man alle Sachen gern hat. Man muss sie auch beschaffen können. Man muss schon ein feines Gefühl dafür haben, wie man es in der Wohnung am besten präsentiert und mit der modernen Einrichtung kombiniert. Na, und es stellte sich heraus, dass Michael das alles ausgezeichnet versteht. Deshalb wirst du hier auch keinen einzigen Stilbruch finden. Also, herzlich willkommen bei uns, Ferdinand. Wir hatten schon Sehnsucht nach dir. Als ich das hier eingerichtet habe, habe ich oft an dich gedacht. Was sagt er wohl dazu, wenn er das alles sieht? Also Prost. Prost. Was ist das? Ja, da siehst du doch am Beichtstuhl. Wo ist denn hier? Stell dir vor, was für Schwein ich hatte. Ich hörte, dass eine Kirche liquidiert wird. Bin sofort hingefahren. Na, und das ist das Ergebnis. Es gelang mir, den Stuhl vom Küster zu bekommen für 300. So billig? Was geht doch, was preis Barockmenschen kriegen. Und was wollt ihr damit? So, was heißt, was wollt ihr damit? Erklärt ihr denn? Oh ja. Das ist doch ein fantastisches Objekt. Wir freuen uns sehr darüber, Larina. Tatsächlich eine herrliche Arbeit. Ich glaube, Michael ist wieder mal ein guter Fang gelungen. Ich verzeih dir deine Sünden. Erzähl mal, wie geht's dir? Du weißt doch, unverändert. Ist es wahr, dass du in einer Brauerei arbeitest? Ja. Wie schrecklich, diese Degradierung. Michael, bitte! So. So. Bitte, bedien dich. Was ist das? Veras Spezialität, gratinierte Grumbels. Grumbels kenne ich nicht. Das ist jetzt unser Lieblingsgericht. Michael hat aus der Schweiz einen ganzen Karton mitgebracht. Also Vera kann sie fantastisch zubereiten. Man darf nur den Moment nicht verpassen, in dem sie aufhören, sich aufzublasen. Aber noch nicht zu schrumpfen beginnen. Probier mal. Na? Gut. Ich warte. Wie
wie sie das machen. Oh, Ferdinand. Ja, wirklich. Ja, ja, ich weiß nicht. Ja, versteht doch. Vera und ich, wir haben in der letzten Zeit sehr viel über euch beiden gesprochen. Wir haben sehr an euch gedacht. Und uns ist es wirklich nicht egal, wie ihr lebt. Ihr meint es gut mit dir, Ferdinand. Du bist unser bester Freund. Wir haben dich sehr gern. Du weißt gar nicht, wie sehr wir dir wünschen, dass sich bei dir endlich alles klärt. Was ist denn bei mir unklar? Dann lassen wir das. Soll ich nicht Feuer im Kamin machen? Meinetwegen muss es nicht sein. Wir wollen ein bisschen Musik machen. Michael hat nämlich aus der Schweiz eine Menge neuer Schallplatten mitgebracht. Vielleicht später, ja? Sag mal, was machst du da eigentlich in der Brauerei? Ich fülle Bier ab. In Fässer? Ja. Das muss doch für die Intelligenz eine schöne Schinderei sein lassen. Halb so schlimm. Ach, Mira, wollen wir Ferdinand gar nicht unser kleinen Peter zeigen? Ein bisschen später, Michael. Jetzt kann der noch aufwachen. Wie geht's denn dem Kleinen? Ach, fantastisch. Du, ich war ja nur 10 Tage in der Schweiz, aber als ich zurückkam, habe ich ihn fast nicht wiedererkannt. Solche Fortschritte hat er inzwischen gemacht. Er ist sehr wissbegierig. Gelebt. Er hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Und dabei ist es ein so schönes Kind. Na, was soll ich dir sagen? Weißt du, was er mich heute Morgen gefragt hat? Ach so, ja, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Stell dir vor, mir nichts, dir nichts, kommt er zu mir und fragt, Papi, kann ein Frosch ertrinken? Na, was sagst du da? Ist das ein Fabelhaft? Das hat er wirklich gefragt, ob ein Frosch ertrinken kann? Na, stell dir vor, kommt und fragt, Papi, kann ein Frosch ertrinken? Ausgezeichnet. Ja, sowas fällt einem ja selbst immer ein. Ja. Ob ein Frosch ertrinken kann? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Hast du meine Karte aus der Schweiz bekommen? Ach, war die von dir? Sie war nicht unterschrieben. Ach so. Ich dachte, du kennst meine Schrift. Ach so. Was hat Peter gefragt? Ob ein Frosch ertrinken kann? Ja, ja, stell dir vor. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, hm? Nimm dir doch noch. Nein, danke, ich mag nichts mehr. Weißt du, wohin wir jetzt wieder regelmäßig gehen? Wohin? In die Sauna. Ja. Wir gehen jede Woche hin. Du glaubst gar nicht, wie gut es uns tut. Für die Nerven, weißt du? Hast du nicht mal Lust mitzukommen? Eigentlich nicht. Warum nicht? Ich habe keine Zeit für sowas. Sag mir nicht böse, Ferdinand, aber du machst einen Fehler. Die Sauna würde dich seelisch, physisch und überhaupt aufrichten. Das wäre sicher besser für dich, als ewig in den Kneipen herumzusitzen und mit deinen sauberen Kumpanen herumzupatschen. Wie meinst du damit? Na ja, diese verschiedenen, verkrachten Existenzen dieser Schauspieler, Landowski und so. Entschuldige, aber ich bin nicht der Ansicht, dass das verkrachte Existenzen sind. Also, Ferdinand. Wirklich nicht? Ja, ich weiß, dass du nicht gerne darüber redest, aber wir meinen es gut mit dir. Wir mögen dich sehr gern. Du bist unser bester Freund. Ich weiß. Weißt du, was mir Vera versprochen hat? Was denn? Dass sie mir nächstes Jahr wieder ein Kind schenkt. Das ist schön. Ich glaube, Michael verdient es. Weißt du, was mir Michael aus der Schweiz mitgebracht hat? Was denn? Einen elektrischen Mantelschäler. Ja, ein herrliches Ding, den musst du dir ansehen. Und so praktisch. Ja, Vera verbraucht nämlich beim Kochen viel Mandeln und das erspart dir also eine Menge Zeit. Das glaube ich. Nimm dir noch. Nein, danke, ich mag nichts mehr. Du, Ferdinand. Hm? Schreibst du die eigentlich noch?
Zurzeit nur sehr wenig. Das dachten wir uns. Jetzt als Arbeiter habe ich keine Zeit dafür. Ich kann mich auch nicht so richtig konzentrieren. Soweit ich mich erinnere, hast du früher auch nicht viel geschrieben. Hör mal. Nicht sehr viel. Hast du diese Arbeit nicht zum Teil deshalb angenommen, um vor dir selbst eine Ausrede zu haben, warum du nicht schreibst? Nicht deshalb. Warum schreibst du also so wenig? Fällt dir nichts mehr ein? Bist du vielleicht in irgendeiner Krise? Das ist schwer zu sagen. Diese Zeiten und das alles. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass alles sinnlos ist. Sei mir nicht böse verwendet, aber ich habe den Eindruck, dass die Zeit für dich genauso ein Vorwand ist wie diese Brauerei und dass die wirkliche Ursache nur in dir allein liegt. Du bist einfach innerlich zerrissen, hast völlig resigniert. Es ist dir zuwider, dich um irgendetwas zu bemühen, zu kämpfen, dich mit Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Michael hat recht, Ferdinand. Du solltest dich endlich mal zusammenreißen. Alle Probleme zu Hause mit Eva lösen. Eine Familie gründen. Eine Wohnung, ein Gesicht geben. Lernen, sich die Zeit einzuteilen. Das Bummeln durch die Bleiblast. Wieder die Sauna besuchen. Einfach irgendwie ordentlich, gesund, vernünftig leben. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich etwas Unvernünftiges tue. Ferdinand, wirklich nicht. Ja, ich weiß, du sprichst nicht gern darüber, aber wir meinen es gut mit dir. Wir mögen dich sehr gern. Du bist unser bester Freund. Du weißt gar nicht, wie sehr wir dir wünschen, dass sich bei dir endlich alles klärt. Soll ich nicht Feuer im Kamin machen? Auch meinetwegen muss es nicht sein. Ja, wollen wir ein bisschen Musik machen? Michael hat nämlich aus der Schweiz eine Menge neuer Schallplatten mitgebracht. Vielleicht später, ja. Du, Ferdinand. Ja? Jetzt ganz aufrichtig. Ist das dein Ernst mit dieser Brauerei? Ich verstehe dich nicht. Das ist eigentlich nicht böse, aber wir verstehen einfach nicht, was für einen Sinn das Ganze hat. Ja, sich so kaputt zu machen, in einer Brauerei sich zu begraben, die Gesundheit ruinieren. Solche Gästen haben doch keinen Sinn. Was willst du dir damit eigentlich beweisen? Das bewegt doch schon lange keinen mehr. Sag mir nicht böse, aber das war in meiner Situation die einzige Lösung. Ferdinand, erzähl mir nicht, dass ich nichts Besseres arrangieren ließ. Wenn du nur gewollt und dich ein bisschen bemüht hättest, ich bin überzeugt, mit etwas Mühe und Selbstüberwindung könntest du schon seit langem irgendwo in einer Redaktion sitzen. Du bist doch im Grunde ein kluger, arbeitsamer Mensch. Du hast Talent. Ja, das hast du doch schon früher durch dein Schreiben bewiesen. Warum hast du plötzlich Angst, dich dem Leben zu stellen? Das Leben ist hart. Die Welt ist geteilt. Uns haben alle abgeschrieben und niemand wird uns helfen. Unser Schicksal ist schlecht und wird immer schlechter werden. Und du wirst es nicht ändern. Warum also mit dem Kopf durch die Wand? Warum in die Bajonette laufen? Ich verstehe nicht, wie du dich mit diesen Kommunisten zusammentun konntest. Was für Kommunisten? Ja, dieser Kohut und die anderen. Ich bitte dich, was hast du mit denen gemeinsam? Sei doch kein Trottel. Pfeife auf sie und geh deinen eigenen Weg. Ich hoffe überhaupt nicht, dass es leicht wäre, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Aber das ist deine einzige Chance und niemand wird es für dich tun. Da sind wir einfach jeder für sich. Du bist aber doch stark genug, um diese Einsamkeit zu wahren. Ja, schau uns an. Du könntest genauso glücklich sein wie wir. Du könntest auch eine Wohnung mit Gesicht haben. Und schöne Sachen und Familienglück. Gepflegte und elegante Frau. Ein gescheites Kind. Du könntest auch eine angemessene Arbeit haben. Ein paar Kronen verdienen. Sogar in die Schweiz könntest du mit der Zeit reisen. Gut essen. Ich besser Angst. Wieder die Sauna besuchen. Ab und zu könntest du dir sogar Freunde zu Hause einladen. Und ihnen die Wohnung zeigen. Das Kind. Könntest ihnen ein bisschen Musik vorspielen. Für sie Kumpels zubereiten. Kurzum, ein bisschen wie ein Mensch leben. Ja? Was ist denn mit dir los? Was soll mit mir sein? Wohin willst du? Ich muss gehen. Wohin? Nach Hause. Nach Hause?
spät, ich muss früh aufstehen. Aber das kannst du doch nicht tun. Ich muss es wirklich. Ja, das verstehe ich nicht. Wir haben doch heute unsere Vernissage. Wir wollten dich durch die Wohnung führen. Und dir alles zeigen, was wir hier haben. Wir dachten, dass du die Flasche zu Ende trinkst. Dass du die Kumpels auch isst. Dass du dir den kleinen Peter ansiehst. Michael wollte dir über die Schweiz erzählen. Vera wollte im Kamin Feuer machen. Michael wollte dir die neuen Schallplatten vorspielen. Wir rechneten damit, dass du über Nacht bleibst. Dass du dir ansiehst, wie wir uns lieben. Dass wir dich für eine Weile aus dem ganzen Mist herausbringen, in dem du lebst. Ich habe andere Gedanken. Dir verschiedene Denkanstöße geben, damit du aus deiner Lage rauskommst. Dir ein bisschen auf die Beine helfen. Dir zeigen, was Glück ist. Harmonische Ehe. Ein Leben, das einen Sinn hat. Du weißt doch, dass wir es gut mit dir meinen. Das will ich dir dankbar. Dass du unser bester Freund bist. Kannst doch nicht so hinterbar sein. Das haben wir nicht verdient nach all dem, was wir für dich getan haben. Was meinst du? Für wen hat Vera den ganzen Nachmittag die Brummels gebacken? Was meinst du, für wen hat Michael den Whisky gekauft? Was meinst du, wem wollten wir die Schallplatten vorspielen? Wem zuliebe verschwendete ich Devisen für diese Schallplatten und schleppte sie dann durch ganz Europa mit? Was meinst du, für wen habe ich mich angezogen, geschminkt, gekämmt und parfümiert? Wozu, meinst du, haben wir diese Wohnung eigentlich eingerichtet? Was meinst du, für wen wir das alles getan haben? Für uns etwa? Seid mir nicht böse, aber ich gehe wirklich. Ferdinand! Du willst uns doch nicht zuverlassen. Das kannst du uns doch nicht antun. Du kannst uns doch nicht einfach allein lassen. Wir wollten dir noch so viel sagen. Ja, was sollen wir hier ohne dich tun? Verstehst du denn das nicht? Bleib doch. Ich bitte dich, bleib bei uns. Du hast noch nicht einmal unseren elektrischen Mantelschädel gesehen. Macht's gut. Und danke für die Krümel. Du bist ein Egoist. Ein widerlicher, gefühlloser, unmenschlicher Egoist. Ein Ignorant, ein Verräter. Ich hasse dich. Ich hasse dich so. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Siehst du, was du erreicht hast? Schämst du dich nicht? Michael, wollen wir nicht für Ferdinand ein bisschen Musik machen? Ja, das können wir.